Ja, von den goldenen Stimmchen im goldenen Herbst gehen wir jetzt auf Goldsuche. Wo? Im Rhein. Klar, Rheingold, das gibt's wirklich, nicht nur in der Oper. Zwar sind die Mengen wirklich klitzeklitzeklein, aber so ein paar sogenannte Flitter findet man schon an besonders ausgesuchten Stellen, vor allem in Flussbiegungen. Und das zieht ein paar Goldwäsche an. Ein Hauch von Klondike-Goldrausch am Rhein. Zwei Männer auf Schatzsuche irgendwo im Norden von Köln. Der mit der grünen Jacke, das ist Joachim Best, Hobbygoldschürfer aus der Nähe von Mainz. In Rot sein Kumpel Sven, ein Geologe aus Köln. Wo wir genau sind, wird nicht verraten. Alte Goldwäscherregel. Nur so viel. Die beiden halten Ausschau nach möglichst dunklem Sand. Schwarz. Genau. Und zwar ist es das Magnetit, das den Sand schwarz färbt. Und das Magnetit tritt häufig als Begleiter vom Gold auf und macht es uns einfacher, das Gold zu finden. Das heißt, das Flittern sieht man gar nicht, man sieht Nein, eher... das Gold sehen Sie so nicht mit bloßem Auge. Ja, dann mal los. Ja. Sven, hau mal rein. Joachim Best ist eigentlich Feuerwehrmann. Vor 8 Jahren hat ihn das Goldfieber gepackt. Seitdem verbringt er viel Zeit am und im Rhein. Ein Ausgleich zum harten Job und zum Alltag. Wenn man ehrlich ist, manche sagen, der ist ein bisschen gaga. Kann ich aber auch gut mit leben, ja. Andere, die fasziniert das und die sind ganz erstaunt, wenn man es dann zeigt, was im Rhein gibt's Gold. Ja. Was mich reich macht, es gibt mehr Ruhe, es gibt mehr Entspannung. Man kann seine Alltagsbewegungen so ein bisschen verarbeiten beim Goldwaschen. Ja, die schwimmen dann mit den Wellen vom Rhein, werden die dann weggetragen. Immer ganz vorsichtig schwenken, so trennt sich Sand vom Metall. Für 1 Gramm Gold bekommt man knapp über 30 Euro. Dafür bräuchte Joachim Best allerdings rund 200.000 solcher klitzekleiner Goldflitter. Hier zählt also eher der Spaß. Da geht es nicht wirklich um Reichtum. Es ist auch nicht zu erwarten. Diesen Talisman hat Joachim Best immer dabei. Goldflitter, die er zusammen mit seinen Kindern gefunden hat. Sein wahrer Schatz, gemeinsame Erlebnisse. Auch in Bonn gibt es ein paar gute Stellen, haben die Männer entdeckt. Oft liegt das Gold in Flussbiegungen verborgen. Das Edelmetall war vorher meist im Gestein eingelagert, erklärt der Kölner Geologe Sven von Loger. Gesteine verwittern, das Wasser transportiert das Gold, der Rhein transportiert das Gold mit sich, diese klitzekleinen Flitterchen. Und dann gibt es sogenannte sekundäre Lagerstätten, wo sich das Gold dann anlagert. Zum Beispiel hier in solchen Rheinsedimenten im Sand. Und wir können die hier raussammeln und finden. Er sucht normalerweise eher nach Kieseln und Halbedelsteinen am Rhein. Doch wenn Sven von Loger mit der Pfanne im Wasser steht, kann auch er sich dem Reiz des Goldes nicht entziehen. Gold ist halt das wertvollste Mineral, das es gibt. Und natürlich auch die ganzen Legenden, die damit einhergehen, die Geschichte. Ich meine, jeder Banküberfall, da geht es auf die Goldbarren, James Bond sucht Gold, jeder sucht Gold. Seit Tausenden von Jahren suchen die Menschen am allermeisten Gold. Und das machen wir hier auch. Ihre Ausbeute nehmen die Schatzsucher ganz vorsichtig mit einer Pipette auf. Zugegeben, das hier ist der Fund von mehreren Tagen. Und die letzte Pfanne eines Abenteuers, die schenkt Joachim Best immer dem Rhein. Als Opfer, als Dankeschön und dass man auf dem Boden bleibt und nicht zu gierig wird. Sowieso will er nicht alles Rheingold für sich behalten. Joachim Best nimmt immer mal wieder Leute mit, denn dieses Hobby teilt er gerne. Da ziehen sie dahin, die einsamen Goldsucher. Ja.